Ich habe es so satt, in Meetings zu sitzen. Den ganzen Tag wird da nur geredet, geredet. Man berichtet über Arbeit, statt Arbeit zu verrichten. Tja, so geht es vielen modernen Mitarbeitern und der Traum des heutigen Angestellten, der lehnt sich an einen alten Spruch der Friedensbewegung. Stell dir vor, es ist Meeting und keiner geht hin. Ich habe in diesem Video für Sie einmal 10 Regeln für Durchdreh-Meetings aufgestellt und ich wette, dass Sie ganz vieles wiedererkennen werden. Seien Sie gespannt, mein Name ist Martin Wehrle. Sie kennen mich vielleicht als Deutschlands bekanntesten Karriereberater und auch als Autor des aktuellen Spiegel-Bestsellers Noch so ein Arbeitstag und ich drehe durch und gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt werde ich Ihnen die 10 Regeln für Durchdreh-Meetings aufzählen. Die Meeting-Killer sozusagen, die stammen übrigens aus dem Buch hinter mir. Da können Sie das alles im Detail nochmal nachlesen. Also Gebot Nummer 1 für ein Durchdreh-Meeting. Lade bitte alle ein, die 2 Voraussetzungen erfüllen. Sie verstehen nichts von der Sache und Sie haben natürlich eigentlich gar keine Zeit. Gebot Nummer 2. Sorg unbedingt dafür, dass die Einladung möglichst nebulös und frei von Zielen formuliert wird. Sag also nicht, wie können wir die Zahl der Meetings reduzieren, sondern sag, wir unterhalten uns über unsere Meetingkultur. Das ist allgemeiner. Gebot 3. Setz das Meeting niemals, ich wiederhole, niemals eine Stunde vor Mittag an. Meetings dehnen sich immer so lang aus, wie man ihnen Zeit gibt. Gib ihnen bitte alle Zeit der Welt. Viertens, hole einen möglichst autoritären Chef an den Tisch, damit niemand auf die blöde Idee kommt, tatsächlich die Wahrheit zu sagen, sondern alle reden ihn nach dem Mund. Gebot Nummer 5, verzichte auf alles Überflüssige, zum Beispiel Moderation, einander ausreden lassen oder das Einhalten der Tagesordnung. Gebot Nummer 6. Achte darauf, dass sich bei der Diskussion nicht die stärksten, sondern nur die lautstärksten Argumente durchsetzen. Vorteil, dann haben die etwas stilleren Frauen erst recht keinen Stich. Gebot Nummer 7. Mach die eigentliche Sache zur Nebensache und das Meeting zum Machtkampf. Jeden Teilnehmer seinen Applaus, jede Abteilung ihre Pfründe. Gebot Nummer 8. Sorge dafür, dass jeder kritische Gedanke, der Termin wackelt, sofort als Miesmacherei verurteilt und mit 3 Eimern Zweckoptimismus überstrichen wird. Gebot Nummer 9. Stelle sicher, dass in kleiner Küngelrunde schon längst beschlossen wurde, was jetzt in großer Runde nach langer Scheindiskussion abgenickt wird. Und Gebot Nummer 10. Beende das Meeting, ohne jemand mit einer konkreten Aufgabe zu behelligen. Beim Reden wurde schon genug Zeit verbrannt. Kommt Ihnen das bekannt vor? Falls ja, schreiben Sie mal einen Kommentar, wie die Meetings in Ihrer Firma ablaufen. Ich bin sehr gespannt und ich verspreche Ihnen, ich werde auch noch ein Video machen, in dem ich sage, wie man die Meetings besser gestaltet. Falls Ihnen das Video gefällt, Daumen nach oben, teilen, Playlist anlegen, natürlich abonnieren und am meisten freue ich mich, Sie hier wieder zu sehen. Ihr Martin Wehrle.